Tagesordnungspunkt 37 der Sonntagsöffnung aus regionalem Anlass betrifft wiederum einen Antrag FDP-Fraktion. Herr Maloney bringt den Antrag ein. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, gleiches Thema, eine Ebene kleiner. In Ergänzung zu dem, was bereits im letzten Tagesordnungspunkt gesagt wurde, besonders die Lebendigkeit und die Förderung der Nahversorgung in den Stadtteilen kann mit dem Instrument der regionalen Sonntagsöffnung unterstützt werden. Dieses Jahr sind bereits mehrere regionale offene Sonntage ausgefallen. Und worum geht es bei unserem Antrag? Das war die Diskussion, die wir im Wirtschaftsförderungsausschuss hatten. Ich möchte es hier noch mal genauer erläutern. Sollten die Stadtbezirksbeiräte vor Ort Vorschläge haben, die sie gern als regionale Sonntagsöffnung noch nachträglich für das Jahr 2020 vorschlagen wollen, sollten wir ihnen das so ermöglichen und sie auch bewusst dazu auffordern. Das Verfahren wäre dann, die Verwaltung kann eine erneute formlose Abfrage an die Stadtbezirksbeiräte zu Vorschlägen für regionale Anlässe zum Offenlassen von Geschäften durchführen. Diese Vorschläge werden dann in eine Rechtsverordnung geschrieben, die wir dann als Stadtrat beschließen. Das heißt, wir können durch Zustimmung zu diesem Antrag aufzeigen und somit den Stadtbezirken und Initiativen signalisieren, dass man bereit ist, die Rechtsverordnung für 2020 anzupassen bzw. neu zu fassen, sollten sich Termine ergeben. Anmerkung: Wir wissen, dass das Elbhangfest am 23.07. Mitgliederversammlung hat und dort entscheidet, ob man 2021 verschiebt oder den September auch und damit auch den September entfallen lässt und damit leider auch ein weiteres traditionelles Event in diesem Jahr nicht stattfindet. Wie gesagt, wenn Sie dem Antrag zustimmen, wenn das Verfahren dann so eingeleitet wird und wenn es Vorschläge aus den Stadtbezirksbeiräten gibt, Neustadt hat sich da ja sehr krude verhalten, aber es gibt ja Gott sei Dank nicht nur den Neustädter Stadtbezirksbeirat, dann könnten wir im September, so es denn diese Vorschläge gibt, die Rechtsverordnung hier im Stadtrat neu fassen und wir bitten damit um Zustimmung und damit auch um ein Votum für den lokalen Handel und für eine lebendige Stadt. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einbringung. Wir treten ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Freie Wähler. Verzichtet dann Bündnis 90 Grüne, Frau Filosiene. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ganz schnell fertig. Wir werden uns bei diesem Antrag enthalten, weil er ist einfach handwerklich saumäßig schlecht gestrickt und hat in den Stadtbezirken, die ja sozusagen damit die Möglichkeit in die Hand bekommen sollen, keine große Gegenliebe erfahren. Und auch in Loschwitz war es ja jetzt nicht nur das Thema, dass es nicht, also da noch fraglich war. Also ich glaube, inzwischen kann man sagen, dass es ziemlich sicher ist, dass das Elbhangfest nicht stattfindet, weil der Vorstand des Vereins hat es ja schon beschlossen und es fehlt nur noch die Mitgliederversammlung. Ist eben die Frage, was das soll. Aber ich sage mal, das grundlegende Anliegen, dass wir bei regionalen Anlässen ja eigentlich da durchaus immer mit im Boot waren, ist in Ordnung, aber die anderen Argumente habe ich schon genannt, deswegen enthalten wir uns und Sie kriegen ja dann damit Ihre Mehrheit. Vielen Dank. CDU-Fraktion verzichtet, AfD verzichtet, Die Linke, Herr Schollbach. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, also offen gestanden habe ich eben die Logik meiner Vorrednerin nicht verstanden. Sie erklärte uns soeben, dass der Antrag von handwerklich saumäßiger Qualität sei und in den zuständigen Stadtbezirksbeiraten keine große Gegenliebe erfahren habe. Also wie das zu einer Enthaltung führt, das ist sehr interessant. Wir werden uns da anders verhalten. Wir lehnen das ab. In der Tat hat dieser Antrag eine indiskutable Qualität, denn anders als der Redner der FDP-Fraktion ausführte, hat der Antrag einen anderen Inhalt. Der Antrag hat zum Inhalt, dass der Oberbürgermeister Alternativen ermöglichen soll.
Und da beschäftigen wir uns wieder mit der Rechtslage nach dem sächsischen Ladenöffnungsgesetz. Ich erläuterte ja vorhin schon einiges dazu. Der Oberbürgermeister ist hier schlicht unzuständig. Zuständig ist allein der Stadtrat, der im Verordnungswege Ausnahmen vom Gebot der Sonntagsruhe beschließen darf. Und das Zweite ist, Sie wollen dann den Stadtbezirksbeiräten Möglichkeiten geben. Das muss der Stadtrat aber überhaupt nicht tun. Diese Möglichkeiten haben die Stadtbezirksbeiräte ohnehin. Das ergibt sich schlicht und ergreifend aus der sächsischen Gemeindeordnung, was die Stadtbezirksbeiräte dürfen oder nicht. Und ich bin der Überzeugung, Sie kennen ihre Rechte und machen von diesen auch rege Gebrauch. Und insofern hat dieser Antrag, der hier vorliegt, einen Regelungsgehalt, der nahe Null geht. Und insofern ist es im Grunde Zeit um jede Schade, um jede Minute, die sich der Stadtrat mit diesem Antrag auseinandersetzt. Deshalb möchte ich noch mal schnell eingehen auf die Debatte, die eben geführt worden ist. Sie haben ja hier sozusagen so ein bisschen Jubelstimmung verbreitet. Man könnte den Eindruck gewinnen, Sie glaubten, Sie hätten eben weitere Sonntagsöffnungen beschlossen. Das ist aber unzutreffend, das haben Sie nicht. Sie haben keine Verordnung beschlossen und damit keine Ausnahmeregelung getroffen. Und im Grunde hat das keinerlei Rechtsfolge. Es könnte jetzt sein, dass der Oberbürgermeister das, was eben beschlossen worden ist, so interpretiert, dass er mal prüfen soll, ob denn die Voraussetzungen vorliegen könnten. Und ob die Voraussetzungen vorliegen, dazu hat sich ja die Stadtverwaltung bereits schriftlich geäußert. Und zwar in aller Deutlichkeit. Das möchte ich nur noch mal klarstellen, um zu vermeiden, dass dann hier sozusagen Enten verbreitet werden und Falschmeldungen durch die Stadt geistern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schollbach, SPD-Fraktion. Frau Sturm, wollen Sie? Dann FDP-Fraktion, Herr Maloney. Ich würde Sie nur bitten, Herr Erster Bürgermeister, dass Sie noch mal, genauso wie beim letzten Antrag, kurz erklären, wenn man zu den Punkten wie abstimmt, was das für ein Ergebnis hat auf den Bericht des federführenden Ausschusses und dann auf den finalen Antrag. Danke. Genau. Gibt es Einverständnis, dass wir das als Schlusswort nehmen? Dann würde ich in das Abstimmungsverfahren eintreten. Und hier ist es so wie beim letzten Tagesordnungspunkt. Es gibt ein teilweise ablehnendes Votum, das insoweit aussieht, dass der federführende Ausschuss den ersten Punkt mit 7 Ja, 7 Nein und einer Enthaltung votiert hat, also abgelehnt worden ist. Der zweite Punkt mit 8 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und einer Enthaltung positiv votiert worden ist. Und der dritte Punkt mit 7 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und einer Enthaltung wegen Stimmengleichheit ebenfalls abgelehnt worden ist. Wenn man also in Gänze alles befürworten will, ist es die einfachste Variante en bloc, den federführenden Ausschussbericht abzulehnen. Und dann ist der Weg wiederum frei für die Abstimmung über den Ursprungsantrag, wo die Punkte jetzt drin sind. Da derzeit nichts Abweichendes beantragt ist, rufe ich damit en bloc den federführenden Ausschussbericht auf. Und das heißt, nee, das haben wir nicht. Wenn der federführende Ausschussbericht würde dann bedeuten, dass die beiden Punkte, die abgelehnt sind, lebt der Ursprungsantrag wieder auf. Und bei dem Punkt, der ja schon zugestimmt war, der gilt als zugestimmt. Weil es ist kein konsistenter Ausschussbericht. Zweimal hat er Nein gesagt und einmal Nein. Herr Schollbach zur Geschäftsordnung. Also Herr Erster Bürgermeister, da würde ich Ihnen widersprechen wollen. Es ist keine punktweise Abstimmung beantragt. Der Ausschussbericht ist konsistent. Er hat ein positives Ergebnis. Genau. Wenn man das bestätigen will, muss man mit Ja stimmen. Wenn man das nicht bestätigen will, stimmt man mit Nein. Und dann würden wir auf den ursprünglichen Antrag zurückfallen. Genau. Und dann ist es das. Ja, ne? Das ist genau der Punkt. Nur die Folge ist halt, wenn man so stimmt, würde mit Ja stimmen, dann wäre der eine Punkt auf jeden Fall bestätigt. Aber die Abstimmung, dann wäre Schluss. Genau. Genau.
Also, ich rufe damit den federführenden Ausschussbericht in Gänze auf und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie ihm zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Der federführende Ausschussbericht ist bei 6 Ja-Stimmen und 43 Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen abgelehnt. Damit kommen wir zur Abstimmung über den ursprünglichen Antrag und ich bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem Antrag Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dem Antrag ist bei 34 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen zugestimmt worden.